Herzlich willkommen heute im Podcast. Ich freue mich riesig, dass er da ist. Paul Porter, ist das richtig? Ja, ne? Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Paul Porter, er ist 29 Jahre alt. Er hat 2015 mit Videos angefangen, ist seit 2018 in der Selbstständigkeit. Da wurde es dann auch richtig professionell. Er hat sich spezialisiert auf die Touri-Branche. Er macht Tourismusvideos, Reisevideos und Imagefilme. Und ich freue mich riesig, dass du da bist bei diesem wunderschönen heißen Tag. Schönen guten Tag, Paul. Grüß dich, Sven. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier dabei sein kann. Freut mich riesig, an diesem Interview teilzunehmen. Und ja, du hast es ja schon vorweggenommen, das Wetter könnte eigentlich nicht besser sein, um in der Wohnung zu sitzen. Ja, wirklich. Eigentlich müsste man draußen am Strand sitzen, ne? Das wäre viel cooler. Fangen wir direkt an, wenn dich jemand am Strand trifft und weiß nicht, was du machst, dann sag mal, was machst du eigentlich vom Beruf? Was würdest du dem sagen? Also ich würde demjenigen sagen, hey, grüß dich, schön, dass wir uns treffen. Ich bin Filmemacher. Ja. Also ich würde dann noch hinzufügen, weil viele runzeln dann immer die Stirn, Filmemacher, was bedeutet das jetzt? Also würde ich dann hinzufügen, dass ich halt Imagefilme für Unternehmen mache, damit können die meisten was anfangen oder auch Hochzeitsfilme oder halt Reisefilme, genau. Du hast vorhin gesagt, also 2015 ging es bei dir los. Wie hat das so angefangen? Wie bist du aufs Thema Video gekommen? Eigentlich bin ich auf Film oder Video gekommen durch YouTube. Also ich habe über alles, was ich mich so interessiert habe, damals habe ich mich viel so für Technik interessiert, sage ich mal, habe ich mir das dann alles bei YouTube angeguckt und hatte mir dann schon so ein Wissen angeeignet und dachte mir, eigentlich wäre es doch cool, wenn du so einen eigenen YouTube-Kanal hättest. Und da habe ich aber gedacht, also A, weißt du nicht, wie man filmt und B, hast du auch überhaupt keine Ahnung, wie man irgendwie so Videos schneidet. Und dann kam irgendwie der Zufall, dass ich 2015 bei einer Agentur gearbeitet habe in Macau, bei Hongkong ist es, da ging es dann um den Macau Grand Prix, das ist so ein Motorsport-Event. Da habe ich im Vorfeld, bevor wir dieses Event organisiert haben, dann dieses Event-Magazin entworfen und habe da viel in Photoshop Fotos retuschiert und solche Sachen. Und der Agenturchef, der fand es halt so cool, dass ich das Ganze retuschieren und so alles konnte. Und meinte dann, ja, du, wir hätten da noch ein Aftermovie, was wir produzieren lassen. Und um Kosten zu sparen, würdest du dir zutrauen, dass du das schneidest? Und dann habe ich gemeint, du, also ganz ehrlich, ich habe es noch nie gemacht, aber ich würde es einfach mal ausprobieren. Und so kam es dann, dass ich mir dann so ein, zwei Premiere-Tutorials angeguckt habe. Die Schnittsoftware hatte ich da und dann habe ich das erste Mal da so einen Film geschnitten, der auch ziemlich cool geworden ist. Und genau, da habe ich mir dann gedacht, boah, das ist ja eigentlich doch nicht so schwer, wie ich dachte. Und dann hatte ich direkt noch aus Macau mir die erste gebrauchte DSLR gekauft und dann so angefangen, so YouTube-Videos zu machen. Ja, sehr cool. Das ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Naja, gut, ich sehe das immer anders. Ich finde es eigentlich ziemlich tricky, wenn man, also okay, Image-Video, ich kann mir vorstellen, du hast quasi nur die Bilder verwendet und hast dann Musik drunter gesetzt. Mehr wird das ja nicht gewesen sein, oder? Genau, also ich habe, das war schon ziemlich krass, weil das halt Red-Footage war sozusagen. Habe ich halt viel am Anfang viel B-Roll gemacht so und dann wurde halt mit reingeschnitten die Highlights von der Kameraübertragung vom Race selbst. Also es war sozusagen der Renn-Highlight-Film und so war das dann halt gemischt, genau. Cool. Was gefällt dir denn so jetzt im Nachhinein an der Videografie so am meisten, wo du sagst, das macht mir richtig Spaß? Das Coolste an der Videografie oder am Filmemachen ist letztendlich, dass man irgendwie, jedes Mal, also jeder Auftrag oder jedes Projekt sozusagen ist anders. Man mag sagen, okay, Imagefilm ist Imagefilm, aber trotzdem, jede Branche bringt ja Eigenheiten mit sich und dadurch ist auch jedes Projekt anders. Das heißt, es ist unheimlich vielseitig. Aber das Coolste für mich persönlich ist, dass man jedes Mal irgendwas kreiert einfach. Und ich habe als Kind immer zu meinem Papa aufgeschaut, der Bauingenieur ist und der super gut Dinge bauen kann. Und ich halt so mehr oder weniger zwei linke Hände habe. Und ich mir dann immer gedacht habe, Mensch, warum kann ich eigentlich nichts kreieren? Und dann kam irgendwie so der Zufall, wenn man so will, dass ich jetzt halt Videos kreiere. Also es ist ja auch eine Handwerkskunst, wenn man zumindest das so Kameraführung und so mitberechnet. Ja, also das finde ich einfach das Coolste, dass man jedes Mal ein neues digitales Produkt sozusagen erschafft. Wenn ich jetzt jemand anders frage, der von dir schon ein Video hat,
Was würde der mir sagen, was deine Videos eigentlich so besonders machen? Das ist gut, dass du das fragst. Das Feedback habe ich schon häufiger von Leuten bekommen. Das ist eigentlich gar nichts, worauf ich immer viel explizit darauf geachtet habe, als ich diese Videos entworfen habe. Aber mir wurde halt oft gesagt, dass ich halt eine sehr emotionale Bildsprache habe und sowohl meine Imagefilme als auch so Reisefilme, aber auch natürlich Hochzeitsvideos halt sehr emotional sind. Und das ist, glaube ich, das, was mich halt einfach ergreift, sind sozusagen Emotionen. Und deshalb habe ich da wahrscheinlich intuitiv viel mit gearbeitet. Und das ist wahrscheinlich das, was ja meine Videos anders macht als die von anderen Leuten wahrscheinlich. Wie bildest du dich denn weiter? Also YouTube allein oder machst du da noch Bücher, Workshops? Ja, also bis jetzt habe ich mich hauptsächlich alles, was ich gelernt habe, habe ich tatsächlich über YouTube gelernt und dann so Learning by Doing. Ich wünschte, oftmals hätte ich mir gewünscht, dass ich irgendwie mal jemand wie einen Mentor gehabt hätte oder jemanden, den ich persönlich hätte fragen können, weil es halt einfach schneller gegangen wäre. Aber jetzt in Zukunft will ich mich halt auch mehr weiterbilden, halt ja, durch Workshops, gerade auch nicht nur was jetzt Kamera und so Sachen betrifft, sondern halt auch, was jetzt so den Vertrieb, mehr so das Business angeht, denke ich. Was machst du da? Was hast du da vor? Ich hatte überlegt, wahrscheinlich zu einer Vertriebsoffensive von dem Dirk Kräuter zu gehen. Der ist ja relativ bekannt und genau, ja, das, ich finde vor allen Dingen den Gedanken ganz cool, dass man da viele Gleichgesinnte kennenlernt, also so ein bisschen Netzwerkgedanke halt auch und dass man da halt auf jeden Fall was mitnehmen kann und genau. Cool, ja, da gehe ich mit dem Walter auch im September. Bin ich auch schon gespannt, ja. Ja. Dirk hatte ich auch im Podcast, jetzt letzte Woche Freitag. Mega sympathischer Typ, wirklich. Den Walter, mit dem habe ich auch schon ein Interview geführt. Ja, okay, cool. Walter Weber meinst du, ne? Ja, genau. Ja, witzig. Der hat für seinen Kanal hat er mit mir auch ein Interview geführt. Okay, ja, der macht das gleiche wie ich. Also wir machen das ähnlich und ich finde Walter auch super sympathisch. Hatten wir auch schon als Interviewgast. Und also er macht das auch richtig cool, ja. Ja. Was macht denn deiner Meinung nach ein Video unvergesslich? Ja, ein Video macht unvergesslich. Also ich finde, man kann bei einem Imagefilm noch so viel planen und akribisch machen. Aber das, was Dinge unvergesslich macht oder unverwechselbar, sind halt so diese natürlichen Momente, die man halt einfangen muss. Und das ist halt, finde ich, eine wichtige Fähigkeit, die jeder Filmemacher können sollte. Also zumindest wenn er Hochzeitsfilme filmt, ist es so das tägliche Brot, dass man so wirklich ja, proaktiv ist und dass man jeden Moment sozusagen einfängt, festhält. Und diese natürlichen, ungestellten Momente, die sind oftmals viel schöner, als wenn man jetzt dem Brautpaar sagt, okay, stellt euch mal so hin und positioniert euch mal so. Weil auf natürliche Weise kommen halt einfach viel, viel mehr Emotionen raus, die man, wo halt viele andere Leute, die jetzt keine professionellen Schauspieler sind, dann halt, wenn man denen sagt, mach mal das und das, dann halt einfach nicht abrufen können. Das stimmt, ja. Bei dir jetzt, was machst du denn in deiner Freizeit, um von diesem ganzen Stress wegzukommen? Ich habe ursprünglich mal Sportökonomie studiert, das heißt, ja, das hatte ich auch aus einer Leidenschaft heraus gemacht, also ich mache viel Sport, also ja, also es gibt, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie Fußballer bin oder irgendeiner Sportart fest, also ich gehe halt häufig ins Fitness, aber ansonsten halte ich mich einfach so fit, indem ich klettern gehe, indem ich laufen gehe, indem ich schwimmen gehe, solche Sachen halt, oder was mich halt auch unheimlich beruhigt, ist halt so Wandern gehen, Natur, schöne Landschaften, sowas finde ich halt super. Also das, da kann ich abschalten. Wo siehst du dich denn in 10 Jahren? Oh je, das ist eine schwierige Frage. Also in 10 Jahren sehe ich mich hoffentlich in bester Gesundheit und dass ich weiterhin viele Filme produziere und ja, darin einfach erfolgreich bin und ja, größeres Kundennetzwerk aufbaue und genau, da sehe ich mich in 10 Jahren. Hoffentlich zu dem Zeitpunkt dann verheiratet und vielleicht schon mit einem Kind. Schön.
Ich drück dir die Daumen, dass es klappt, ja. Ja, danke. Ausrüstung und Workflow wäre das große nächste Thema. Mit welcher Ausrüstung hast du denn angefangen? Ich habe angefangen mit einer Canon 100D war das damals. Also ja, irgendeine einfache Spiegelreflexkamera, die sogar noch gebraucht war damals. Ich habe irgendwie Canon genommen, weil halt alle unsere Familienfilme irgendwie immer mit Canon entstanden sind. Und irgendwie hatte ich dann gedacht, ja gut, kaufst du halt auch eine Canon. Also ohne da jetzt wirklich viel Wert auf Canon zu legen. Dann, als ich dann angefangen habe, das Ganze ein bisschen ernster zu nehmen, hatte ich mir dann die GH5 gekauft von Panasonic, die ich dann ein knappes Jahr lang hatte. Und mit der war ich aber nie so richtig zufrieden. Also es hat mich dann irgendwie unbewusst, hat immer gestört, ja, wie die Farben aussehen und hauptsächlich auch irgendwie das Lowlight-Verhalten. Aber grundsätzlich fand ich die Kamera trotzdem cool für das, was die kann und auch so die Bildstabilisierung. Aber ich war zu dem Zeitpunkt einfach nicht so gut, dieses Bild so in der Farbkorrektur so hinzukriegen, dass ich gesagt hätte, boah, Mensch, das sieht cool aus. Und dann war für mich irgendwie der Schritt, ich muss zu Canon zurück, zu dieser Canon Color Science und habe mir dann die Canon 1DX Mark II gekauft. Das ist sozusagen meine Hauptkamera, mit der ich filme, und dann als Zweitkamera die Canon EOS R, die mich jetzt gerade filmt. Und genau, in Zukunft werde ich wahrscheinlich dann noch upgraden sozusagen auf die C200. Da werde ich dann wahrscheinlich die EOS R wieder verkaufen, aber das ja, mache ich frühestens zum Ende des Jahres. Also das muss ich mal schauen. Ja, C200 haben auch ganz viele Kollegen. Also Kamera Cave hat C200, Monkey Pixels hat C200, also das ist auch eine gute, sehr gute Kamera anscheinend. Und die nutzen das auch wegen dem Dual Autofokus und wegen dem wegen den Hauttönen. Das ist, haben sie mir damals immer gesagt. Das war so genau der Grund. Ja. Ich habe mit der C200 auch schon ein paar Mal gearbeitet und fand die wirklich super vom Autofokus her. Aber es ist natürlich halt nochmal ein ganz anderer Step, ne? So die dynamische Reichweite, die Kamera hat, und ja, man hat halt diese Canon Color Science drin, es ist halt wirklich so eine richtig gute Kamera, finde ich, und das, was mich halt persönlich stört, sage ich jetzt mal, ist, ich finde halt so diesen Formfaktor DSLR, Spiegelreflexkamera oder Spiegellos-Kamera, den finde ich einfach gut, also da, ich kann das so in meinen Rucksack machen. Und bei so einer C200, da hast du dann hier noch einen Monitor dran und hier noch das noch, und da ist dieser ganze Formfaktor, der geht halt mehr in die Länge und ist halt nicht so kompakt, und das ist irgendwie, ja, also es hat halt alles sein Für und Wider, sag ich mal. Und du hast jetzt zurzeit die R, hast du gesagt, die Canon R, die hat auch eine sehr gute Qualität, glaube ich auch, ne? Die kann ja auch 4K intern schon aufnehmen, glaube ich, ne? Genau, die kann 4K intern aufnehmen, und ja, hauptsächlich, warum ich mich für die als Zweitkamera entschieden habe, ist natürlich klar Canon, um irgendwo auch ein sehr ähnliches Bild zu haben. Aber was ich bei Canon gut finde, im Gegensatz zu anderen Kameras, dass die halt auch in HD eine richtig hohe Bitrate haben. Also die Kamera schreibt ja in HD mit einer Bitrate von fast 200 Mbits, also ich glaube, es sind 180 oder irgendwie so. Und wenn man jetzt mal sich überlegt, dass hier so eine, ja, Sony in 4K mit 100 Mbits filmt, also das hat einfach viel, viel mehr Detail im Bild. Und so kann ich halt auch richtig gut mit dem HD-Codec arbeiten und habe das jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, dass ich in HD gefilmt habe und dann das Video dann in 4K raus exportiert habe, und es sah trotzdem sehr gut aus. Also ich bin da wirklich mit den Codecs oder die Datenrate, die Canon da hat, finde ich sehr, sehr gut. Aber ich habe jetzt halt auch schon einige Male auch in 4K gefilmt. Und wenn man dennoch irgendwie so einen externen Rekorder aufmacht, dann hat man sogar noch 4K mit 10 Bit. Also da kann man schon eine Menge rausholen aus der Kamera. Und für den kleinen Buddy ist das wirklich echt super. Ja, cool. Klingt cool. Was hast du denn für Programme, die du verwendest zum Schneiden, Sounddesign und so? Ja, also ich habe angefangen mit, hatte ich ja schon gesagt, mit Adobe Premiere, und dann, ja, hatte ich mich auch mit After Effects beschäftigt und bin aber seit Januar umgestiegen auf DaVinci Resolve. Hat
ja, hauptsächlich zwei Gründe hat es. Zum einen war ich mit der so Programmpolitik von Adobe, die fand ich irgendwie nicht cool, dass das so, ja, wie soll ich sagen, so abo-basiert war. Man hat da immer ziemlich viel gezahlt für, und was mich halt am meisten genervt hat, man musste dann halt, ich hatte jährliche Weise, zahlweise eingestellt, trotzdem wollte dieses Adobe-Programm aber immer meinen Account verifizieren, alle 6 Wochen oder ich weiß nicht, was für ein Zyklus. Und dann war es einmal so, dass ich für irgendeinen Gutshof habe ich einen Imagefilm erstellt, und da war ich dann auch dort vor Ort, und die hatten mir dann auch angeboten, da zu übernachten auf diesem Gutshof. Und es war eine relativ knappe Timeline. Also ich habe es am selben Abend, wo ich es gefilmt habe, noch zusammengeschnitten. Und das Problem war halt, dass ich auf diesem Gutshof kein Internet hatte und genau dann Adobe meinen Account verifizieren wollte, und weil ich dann das Programm nicht hat schneiden lassen, dann bin ich in einer Nacht- und Nebel-Aktion dann zum nächsten in die Stadt gefahren und in irgendeine Bar und hab's dann da gemacht. Also das werde ich so schnell nicht vergessen, diese Erfahrung. Und zum anderen hatte ich halt auch das Problem, dass ich halt viele Performance Bugs hatte denn zuletzt, also mit dem neuesten Update, dann hatte ich viele Programmabstürze, und das zusammen mit dem anderen Grund, den ich gerade erklärt habe, hat mich dann dazu bewegt, okay, viele sagen, DaVinci Resolve ist super, ich lade mir jetzt mal diese kostenlose Version rein, habe dann damit 1-2 Projekte gemacht, fand es super und habe mir dann die Vollversion gekauft. Cool. Sehr cool. Ja, macht total Sinn. Also ich glaube, ich hätte den Support angeschrien am Telefon. Aber ja. Mit dem Verifizieren, ich habe das noch, also habe ich jetzt so noch nicht gehabt. Also weiß ich nicht, was da das Problemchen war. Also keine Ahnung. Ja, shit happens. Aber jetzt meine, bist du jetzt zufrieden mit DaVinci Resolve, mit dem Editing und alles? Es ist halt so, es gibt halt viele Plugins, gibt es halt hauptsächlich für Adobe, gerade wenn man jetzt so, wie soll ich sagen, so Transition-Plugins benutzt. Das ist halt der Grund, warum ich jetzt noch After Effects als einziges und Photoshop als einzige Adobe-Produkte weiterhin noch habe. Aber ansonsten finde ich, vom reinen Schnitt her und von der Farbkorrektur ist DaVinci Resolve super. Also ich finde es total intuitiv, es ist super stabil, und was halt das Coolste ist, es ist halt eine All-in-One-Software. Also du musst halt nicht wie bei Adobe zu Audition rüber switchen oder zu After Effects, sondern du hast halt alles direkt drin. Du hast halt dann auch mit Fusion so ein Compositing, so eine Software schon mit integriert, mit der ich jetzt schon 1-2 Mal gearbeitet habe. Und finde die richtig gut. Also da werde ich mich halt in Zukunft auch noch weiterbilden, sozusagen, dass ich da so fit bin wie in After Effects, dass ich dann nicht mehr auf After Effects angewiesen bin. Aber so kann ich bis dato jetzt kein schlechtes Wort über die Software sagen. Und ich finde halt auch so die Produktpolitik von Blackmagic wirklich super. Also die sagen ja, man hat Lifetime-Updates. Also einmal gekauft hast Lifetime-Updates, und das für einen Preis von 350 Euro sind es, glaube ich, ist absolut in Ordnung. Ja, finde ich auch. Vor allem, du hast das hier gratis dabei, wenn du von denen auch eine Kamera kaufst. Also eben, genau. Ja, das stimmt. Von daher macht das schon Sinn, ja. Ja, cool. Was steht denn so auf deiner Wunschliste, was du dir gerne noch kaufen möchtest? Kaufen möchte ich mir immer zu viel. Ich werde demnächst Computersystem umswitchen. Ich habe jetzt noch einen Windows-Rechner, aber jetzt sieht man es ja noch ein MacBook so nebenbei, und ich will jetzt auf dieses, ich möchte mir gerne einen iMac kaufen, weil ich halt diese Apple-Software richtig super finde und halt damit gern weiterarbeiten möchte. Also ich werde mir jetzt demnächst einen iMac kaufen. Der liegt schon bei Apple im Warenkorb, ist halt noch nicht bezahlt. den werde ich mir kaufen. Und dann hatte ich ja vorhin schon angesprochen, die C200. Und dann werde ich noch weiter, glaube ich, investieren in einige Festbrennweiten. Davon habe ich bis jetzt bloß ein 50mm Objektiv, aber würde halt gerne auch noch sowas wie ein 85er haben und ein 35er. Und genau, solche Sachen stehen jetzt halt erstmal konkret an. Cool. Ja, das ist ja allein schon diese zwei Punkte, PC und C200, sind ja schon große Punkte, wo man erstmal sagt, okay, da muss man ein paar Aufträge erstmal haben, dass man das wieder sich refinanzieren kann. Absolut. Wie viele Tage rechnest du denn für deinen Schnitt?
Das hängt immer ganz von dem Projekt ab. Also ich mache das nicht so, dass ich jetzt dem Kunden einen ersten Draft schicke und sage, hier pass auf, hier ist es fertig geschnitten, da sind jetzt noch keine Farben gemacht oder sonst irgendwie was. Für meiner Erfahrung nach ist es so, dass der Kunde davon nicht so viel Ahnung hat, deshalb liefere ich dem schon mit dem ersten Entwurf das, was ich jetzt denke, was das Beste ist, und dann arbeite ich so, glaube ich, an so 90-Sekunden-Clips so ungefähr 3 Tage. Da mache ich den Schnitt, Tonabmischung, Sounddesign und halt Farbkorrektur und Color Grading. Genau, das mache ich dann in den 3 Tagen, und dann, je nachdem, was der Kunde dann halt noch für Änderungswünsche hat, passe ich die dann halt entsprechend an. Sehr cool. Wie erreichst du denn mehr Effizienz und mehr Effektivität für deine Arbeit? Also, dass du mehr Filme produzieren kannst, mehr Zeit hast, mehr Freizeit? Wie erreiche ich das? Also ich glaube, zunächst einmal ist es wichtig, dass man gut konzentriert ist und dass man, also ich mache mir immer vor dem Tag oder ja vor dem nächsten Tag halt immer so eine Liste, okay, was will ich am nächsten Tag machen? Zum einen, was weiß ich, Brot kaufe, so die alltäglichen Sachen, zum anderen halt habe ich dann aber auch noch irgendwie ein paar Schnittsachen, die ich machen möchte. Und dann teile ich mir meinen Tag halt so in Klasse ein, dass ich halt, was weiß ich, vormittags mache ich dann sozusagen eine Editing-Session, arbeite an 1-2 Projekten, dann esse ich was und dann schreibe ich E-Mails und schicke dem Kunden sozusagen Updates. Hey, ich habe daran gearbeitet, hier ist sozusagen schon mal die bearbeitete Version oder. Und je nachdem, was dann für ein Feedback kommt, mache ich dann abends damit weiter. Und beim Dreh ist es ja meistens so, dass ich ja da sowieso, wenn es jetzt ein halber Tag ist, eigentlich halt auch nach dem Dreh eigentlich kaum irgendwie noch was anderes mache, außer vielleicht das Material zu Hause sichern, Equipment schön sauber machen. Genau, also da kann ich jetzt irgendwie nichts großartig sagen, wie man da die Effizienz steigern kann, außer dass man halt vorher sich das gut plant, ne? Dass man halt am Set halt schneller ist. Mhm. Okay, genau. Cool. Großes Thema Marketing. Welche Marketingmaßnahmen findest du denn gerade für Einsteiger am sinnvollsten? Mhm. Also, was ich auf jeden Fall jedem sagen möchte, man darf auf jeden Fall nie vergessen, dass man als Filmemacher jeder Output bedeutet sozusagen immer wieder Input. Und was ich damit sagen will, ist, jedes Video, was man sozusagen veröffentlicht, bedeutet halt letztendlich auch, dass das andere Leute sehen und vielleicht nicht sofort an jemanden denken, aber dann, wenn bei denen sich diese Gegebenheit ergibt, dann daran denken, oh Mensch, ich habe ja mal einen Film gesehen, das ist ja von meinem alten Bekannten, den schreibe ich mal an. Und das ist mir in der Vergangenheit schon viel passiert, dass ich über Jahre hinweg alles, was ich so, an was ich gearbeitet habe, dann immer auf Facebook, YouTube, jetzt mittlerweile auch LinkedIn, immer wieder veröffentlicht habe. Und da viele Leute dann gesagt haben, boah, ich finde deine Videos cool und wir kennen uns ja schon von da und da, lass uns doch mal da und da zusammenarbeiten. Und also Social Media, würde ich sagen, ist absolut, sollte man niemals unterschätzen, gerade wenn man da schon einen großen Freundeskreis hat. Und zum anderen, was aber, denke ich, viel, viel wichtiger ist und was ich halt auch noch viel lernen muss, ist so persönliches Netzwerk. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass mein persönliches Netzwerk schlecht ist, aber so auf, ja, gestandene Geschäftsmänner zuzugehen und zu sagen, hey, pass auf, ich bin der und der und ich produziere die und die Videos, lass uns mal zusammenarbeiten. Also sowas, die klassische Face-to-Face-Akquise bei irgendeinem Event oder so, darüber ergeben sich viel öfter nochmal Aufträge, als wenn irgendjemand mal ein Video gesehen hat. Klar. Cool. Hast du denn deine Zielgruppe genau definiert? Ja, also meine Zielgruppe sind hauptsächlich, bei Hochzeiten sind es natürlich Paare. bei Unternehmen sind es hauptsächlich sozusagen die Leute aus dem Marketing, die sozusagen diese Marketingbudgets verantworten und halt auch Budgetplanung für Bewegtbild und so weiter verantworten. Das sind so die meisten Leute, mit denen ich in Kontakt bin. Bei kleineren Firmen ist es dann auch mal der Geschäftsführer.
Und ja, bei Tourism Boards ist es dann halt, sind es dann halt die Leute aus dem Tourism Board, die halt solche, ja, manchmal läuft es unter das Thema Influencer, worunter ich mich bei weitem, weiß Gott, nicht verstehe. Ja, das heißt bei jedem Tourism Board irgendwie so ein bisschen anders. Aber je nachdem, hatte ich ja schon gesagt, was so meine drei Säulen sind, sind es auch dementsprechend meine Zielgruppe. Hast du die genau definiert irgendwie für dich? Oder sagst du einfach, ne, das sind eigentlich die und die und die? Nee, also tatsächlich doch. Ich habe mir ein Business Model Canvas erstellt. Das hängt hier auch in meinem Büro rum. Und da hatte ich mir diese Sachen halt mal definiert. Und genau, das hilft eigentlich unheimlich dabei, dass man ja sein eigenes Geschäft besser versteht und halt auch weiß, okay, wer sind meine Kunden und wer sind halt auch potenzielle Kunden. Also genau. Business Model Canvas. Mhm. Ist das eine Webseite? Also Canvas kenne ich als, da kannst du ja so Bilder zusammenfügen. Oder was meinst du damit? Nee, also Business Model Canvas ist kurzer Ausflug in die Betriebswirtschaftslehre. Also es gibt ja den kompletten Businessplan, den man früher mal geschrieben hat, ja, der so 30 Seiten lang war. Und Business Model Canvas ist so eine veranschaulichte Version, wo man sozusagen... Man muss sich das vorstellen wie auf so einer großen A2-Seite, wo man dann so 8 Raster drin hat, wo die unterteilt sind in Key Resources, Key Blablabla und so weiter und so fort. Und in diese Sachen trägt man dann einfach das ein, was man dann denkt. Und dann hat man sozusagen schon aus den wichtigsten Elementen einen sehr, sehr guten Businessplan, und dieses Modell nennt sich Business Model Canvas. Okay, das werde ich mal googeln, dann mache ich vielleicht mal ein Video darüber. Das klingt sehr cool. Also das kann ja, das ist echt cool, und investiert man auch, weiß Gott, nicht so viel Zeit wie in einen fertigen Businessplan, aber man hat trotzdem einen Überblick. Wer sind meine Kunden? Wo kommt mein Geld her? Genau, solche Sachen halt. Ja, das ist ja schon wichtig. Ja, ja, cool. Ja. Wie bereitest du dich denn aufs Kundengespräch vor? Du sagst, so auf einen großen Chef zugehen, liegt dir nicht so, du machst es zwar wahrscheinlich schon, aber hast du da, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt einen Termin, ich habe jetzt ein Gespräch mit meinem Kunden, bereitest du dich da genau darauf vor? Gehst du nochmal die Zieldefinition durch, was der Wunsch ist, oder was machst du da? Also zunächst mal, Also für mich ist jetzt das schwierig, wenn ich jetzt bei einem Event bin oder so und ich weiß, da steht jemand, der ist Marketing-Mitarbeiter bei Firma XY, auf diese Person zuzugehen. Aber wenn sich jetzt der Kontakt durch wie auch immer schon ergeben hat, im Gespräch bin ich da wirklich, würde ich sagen, relativ souverän und kann mich da auch gut verkaufen. Der erste Step ist immer so das, was mir Schwierigkeiten bereitet. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ganz, ganz wichtiger Faktor ist sozusagen Identifikation. Also ich beschäftige mich auf jeden Fall damit, was ist der Kunde, was ist seine Kernkompetenz, was bietet er für Produkte, für Leistungen an und wie war sein bisheriger Auftritt. Also zum einen, gibt es einen Instagram-Account? Wenn ja, was ist die Bildsprache? Welche Farben wurden in diesen Bildern hauptsächlich verwendet? Dementsprechend kann ich dann auch schon ableiten, okay, wenn ich ein Video für die produziere, dann wäre das und das Color Grading wahrscheinlich, würde zu denen gut passen. Einfach mir vergangene Arbeiten anzugucken und aber halt auch zu sagen, okay, hier sind die Punkte, die wir ansetzen können. Ich habe gesehen, ihr habt die und die Sachen schon gemacht. Ich habe dazu noch die und die Ideen. Wie findet ihr das? Also, dass ich dem Kunden halt auch sage, also ich gehe da halt auch ganz klar mit eigenen Ideen in dieses Gespräch rein. Genau. Wie überzeugst du deinen Kunden denn von deiner Arbeit und deiner Leistung? Also wenn der Kunde, du bist jetzt im Gespräch und der Kunde sagt jetzt, ich weiß noch nicht genau, gibt es da irgend so ein Mittelchen, wo du sagst, so kriege ich den Kunden? Also da habe ich kein großes Patentrezept. Ich finde, zuallererst sollten die Arbeiten für sich sprechen, weil andersrum hätte ja der Kunde sozusagen oder der potenzielle Kunde keinen Anlass, jemanden einzuladen, wenn er nicht an dem Material schon ein gewisses Interesse hätte. Und dann finde ich, geht es einfach daran, dass man als Persönlichkeit überzeugt. Also für mich ist ganz wichtig, dass man immer offen und ehrlich ist mit dem Kunden.
ja, dass die Leute halt auch sozusagen merken, okay, ich bin jemand, mit dem man umgehen kann, mit dem man reden kann, mit dem, weil es ist ja letztendlich auch immer eine Vertrauensbasis, die dabei entsteht, dass sozusagen beim Erstgespräch schon Vertrauen, Sympathie auftaucht und dass die Leute dann halt denken, okay, in den vertraue ich, in den habe ich, in den, mit dem möchte ich gern zusammenarbeiten. Aber andersrum, wenn der Kunde jetzt noch nicht überzeugt ist, ja, dann würde ich halt tatsächlich nochmal ein paar so Key Facts bringen, warum gerade Videos wichtig sind, weil es halt eben das Medium A und O ist, das sozusagen halt auch auf den sozialen Medien, ne? Also es ist ja so, dass zum Beispiel auf Facebook und Instagram die Algorithmen Videocontent viel höher priorisieren als Fotocontent, weil die Nutzer eben länger mit diesem Content interagieren und dadurch hat natürlich auch die Plattform gewisses Interesse daran, weil mehr, ja, längere Nutzungsdauer auf der Plattform ist für die Plattform immer gut und zum anderen halt auch Emotionalisierung, also Branding, die Marke sozusagen zu emotionalisieren. Das ist, glaube ich, was Fotos nur sehr schwer können und wo Video halt eben das Zielmedium ist. Und dann geht es halt nur darum, denke ich, denjenigen zu überzeugen, wenn er erstmal soweit ist, okay, ich finde Videos cool, ich will sowas machen. Dann muss man, denke ich, der wichtigere Schritt muss man als Persönlichkeit überzeugen, dass derjenige sagt, okay, ich vertraue in seine Fähigkeiten und mit dem möchte ich zusammenarbeiten. Mhm, sehr cool, ja. Wie berechnest du denn deinen Preis? Also ich möchte nicht wissen, was du jetzt nimmst, aber wie du den für dich einfach selber berechnest, damit du am Ende des Jahres auch sagen kannst, ja, ich hole meine C200 und noch meinen Mac dazu. Ja, genau, also es ist so, es gibt immer drei Faktoren, die ich jetzt so bei so einem Imagefilm berechne, das ist sozusagen Präproduktion, ne? Also was stecke ich an Arbeit hinein in Konzeption, in sozusagen, dass ich vielleicht Dinge koordiniere und so weiter und so fort. Dann geht es an die Produktion und da rechne ich ganz normal entweder Tagessatz oder einen halben Tag ab. Weil, selbst wenn jetzt der Shoot nur 2 Stunden dauert, mit Hin- und Rückfahren und so, ist der halbe Tag dann trotzdem drauf und realistisch gesehen hat man dann an dem Tag auch nicht mehr die Zeit, da noch auf einem anderen Dreh zu gehen, auf den man sich dann auch mental drauf richtig vorbereiten kann, sage ich mal. Also insofern berechne ich da halbe und ganze Tage und Postproduktion ist ähnlich, dass ich da halbe und ganze Tage berechne. Es kann dann halt sein, dass ich dann noch eine Stunde mit berechne, dass ich bei der Postproduktion den Stundensatz berechne. Aber das ist dann meistens so, wenn der Kunde, also ich schreibe dann in mein Angebot immer rein, so und so viel Feedback-Schleifen sind inkludiert. Und wenn der Kunde dann sagt, wir hätten noch die Änderung, noch die Änderung, noch die Änderung, dann ist es ja meistens, sind es ja kleine Änderungen, an denen man jetzt nicht tagelang sitzt. Sondern die erledigt man dann mal irgendwie in 1-2 Stunden oder so, dann berechne ich da noch Stunden drauf. Aber das ist so, wie ich das sozusagen kalkuliere. Und bei Produktion ist es dann halt auch so, je nachdem, was für eine Produktion es ist, entscheide ich, okay, kann ich das mit meinem eigenen Equipment bewerkstelligen, was in den meisten Fällen so ist, oder leihe ich halt Kameras und deshalb hatte ich halt auch schon mal mit einer C200 und so weiter gearbeitet. Und genau, also halt auch ein wichtiger Punkt ist, ich denke, das unterschätzen viele Leute oder das machen Leute, vergessen viele Leute, also dass man in diesen Tagessatz halt auch nicht nur die eigene Zeit mit inkludiert, die man vor Ort ist und dort für den Kunden arbeitet, ja, aber man nimmt ja auch Equipment mit, was teuer ist, das nutzt sich ab und so weiter und so fort. Dieses Equipment musste man auch erstmal anschaffen und hat Geld gekostet. Und genau, also deshalb muss man da diese ganzen Faktoren halt auch mit sorgfältig einberechnen. Das heißt, du hast für den Kunden, wenn du die Abrechnung machst, hast du das alles einzeln gegliedert auf der Abrechnung oder hast du einfach nur den Endbetrag? Nee, ich habe dann schon Präproduktion, Production und Postproduktion. Das sind so die drei Punkte, die ich habe. Es sei denn, es kommen jetzt noch irgendwelche externen Kosten hinzu, wie irgendein VFX-Artist oder irgendein Sprecher oder sowas. Das kommt dann nochmal
drauf. Aber was meine Leistung jetzt betrifft, sind es die drei Punkte. Und dann habe ich da sozusagen erste Position, Präproduktion, dann steht in der Mitte der Betrag und dann rechts die Erläuterung. Da schreibe ich dann auch noch ganz klar rein, was ich gemacht habe. Und ich habe ein, zwei Kunden, für die arbeite ich regelmäßig, da mache ich nur Schnitt. Die lassen sozusagen viele Tutorial-Videos produzieren für deren Produkte. Und die müssen immer wieder angepasst werden für die jeweiligen Länderversionen. Und meistens übergeben sie den Schnitt an mich und dann auch nochmal die Anpassung und Untertitelung für die jeweiligen Länder mache ich dann auch. Und da ist es dann wirklich so, dass ich da wirklich minutiös, habe ich immer eine Excel-Liste, wo ich mir reinschreibe, okay, an dem und dem Tag habe ich die und die Stunde daran gearbeitet, weil am Ende weiß derjenige nie, okay, warum hat das jetzt so lange gedauert? Und deshalb will ich da einfach transparent sein und sagen, okay, da ist vielleicht das und das Problem aufgetreten und das hat dann so und so. Also deshalb, dass ich halt auch genau nachweisen kann, okay, so lange hat es jetzt gedauert. Sehr cool. Ja, das ist eine coole Idee, ja, dass man sich genau aufschreibt, wie lange sitzt man dran an einzelnen Schritten. Finde ich sehr cool. Ja, ich habe da so ein Projektmanager. Das ist eigentlich nichts anderes wie eine Google-Tabelle. Und da schreibe ich dann rein sozusagen, was weiß ich, Tag heute von 16 bis 17 Uhr habe dann, was weiß ich, die und die Sachen gemacht. Und dann so schreibe ich das immer rein. Und wenn mich der Kunde dann fragt, hey, wie weit bist du, dann kann ich reingucken. So und so sieht's aus. Oder wenn der halt auch noch zur Rechnung irgendwelche Fragen hat, was ich jetzt ein, zwei Mal hatte, aber nur für den Fall. Und ich habe halt auch in diesem Projektmanager schreibe ich halt auch rein, die ganzen Projekte, an denen ich zurzeit arbeite, weil es sind ja doch immer mehr als nur eins, dass ich halt auch im Überblick habe, okay, habe ich die Rechnung gestellt, wurde die Rechnung schon überwiesen und wie weit ist der Status im jeweiligen Projekt? Also bin ich schon in der Postproduktion? Wenn ja, was mache ich da gerade dran? Produktion, steht die noch aus und so weiter und so fort? Also so gliedere ich mir das halt auch, dass ich auch bei den ganzen Sachen, die parallel laufen, dass ich da halt auch nicht den Überblick verliere. Sehr cool. Ja, das macht Sinn, dass man da nicht wahnsinnig wird, vor allen Dingen, dass man... Ja, ja, absolut. Ich glaube, du hast einen eigenen YouTube-Kanal, oder? Genau, das ist korrekt. Wie und warum kam die Idee, diesen YouTube-Kanal zu starten? Also die Idee kam damals schon, hatte ich ja gesagt, dass ich sowas irgendwie mal machen wollte. Und hatte mich dann so damals noch auf Handy-Reviews und solche Sachen, so Technikkram hatte ich das halt gemacht. Das waren so die Anfänge. Und es lief dann ganz gut, aber ich habe mich dann, je mehr ich mich halt auch gezwungenermaßen mit dem Film beschäftigen musste, wuchs mein Interesse immer mehr, Film zu machen. Und dadurch, dass dann irgendwann halt auch Anfragen in die Richtung kamen, dass ich dann halt eine Hochzeit gefilmt habe und so weiter und so fort, hatte ich dann halt auch viel Wissen mir darüber angeeignet und dachte, Mensch, ich kann ja eigentlich viel mehr Leuten noch helfen, indem ich denen jetzt nicht sage, okay, das Handy ist besser als das, weil, sondern ich kann den Leuten halt auch, ja, die können halt auch sozusagen von meiner Erfahrung profitieren oder man kann ja auch von den Leuten noch lernen, wenn die in den Kommentaren schreiben, hey, ich mache das so und so. Und deshalb habe ich dann halt den Schritt gemacht und dann das Ganze so auf Filmmaking und das Ganze ums Filmmaking herumzumachen. Und mir macht das unheimlich viel Spaß. Weil früher war mein Berufswunsch auch mal Lehrer zu werden. Dem kann ich ein bisschen in dieser Weise nachkommen tatsächlich. Es macht wirklich Spaß und ich lese da immer auch sehr genau die Kommentare, was die Leute schreiben und wenn die sagen, du, ich hätte noch gerne die und die Frage und kann man nicht das und das machen, dann versuche ich das immer zu berücksichtigen und ja, das macht halt einfach Spaß und ich möchte ja auch, dass derjenige nicht nur seine Zeit vertrödelt, wenn er auf meinem Kanal ist, sondern dass er auch irgendwie was lernt und was mitnehmen kann. Sehr cool. Ja, das klingt sehr cool. Ist plausibel, macht Sinn. Mhm. Wir sind eigentlich am Ende. Ich würde gerne noch so eine Schnellfragerunde am Ende machen. Hast du Bock? Bist du parat? Absolut. Schieß los. Deine drei besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Meine drei besten Tipps. Planung. Das nächste ist Planung, Identifikation, also mit dem Kunden identifizieren,
Und das dritte ist halt auch, dass man selbstkritisch ist, dass man also nichts Halbfertiges abliefert und nur etwas an den Kunden ausliefert, wo man sagen könnte, okay, so würde ich das auch auf meine Webseite stellen. Wenn du deine Kamera selbst zusammenbauen könntest, welche Fähigkeiten hätte sie? Also die die Kamera sollte auf jeden Fall den Canon Dual Pixel Autofokus haben. Sie sollte ja eine gute Color Science haben und sie sollte halt auch hohe Auflösung beherrschen können. Ich meine, die Nachfrage danach ist immer höher, aber sie sollte halt auch, was halt das Schwierige ist, halt auch einen sehr ergonomischen und coolen Formfaktor haben, mit dem man leicht zusammenpacken kann und mit dem man gut reisen kann. Dein Lieblingsbuch ist? Mein Lieblingsbuch, dem Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Dein Lieblingszitat wäre ja eigentlich das gleiche, oder? Ist wahrscheinlich ähnlich. Wie ist mein Lieblingszitat? Also es gibt viele von Steve Jobs, glaube ich. Mein Lieblingszitat ist, glaube ich, eigentlich das von Walt Disney. Ich habe gerade vergessen, wie es geht, aber es geht irgendwie darum, we don't make money to make films, es geht irgendwie darum, dass man Filme aus Leidenschaft macht und nicht wegen dem Geldes wegen. Ich hatte das auch mal auf eine alte Visitenkarte von mir drucken lassen, aber ich habe jetzt tatsächlich leider vergessen, wie das Zitat ist, aber es ist eins von Walt Disney. Okay, ja, der hat schöne Zitate, der hat irgendwas mit Träume, dein Leben und der hat schöne Zitate gemacht, ja. Ja, das Schönste, was ich von Walt Disney mal gehört habe, da hat irgendeiner mal gesagt, schade, dass Walt Disney den Freizeitpark nicht mehr sehen konnte. Und dann hat ein Mitarbeiter ja gesagt, er hat ihn schon gesehen, als er noch nicht da war. Ja. Also das ist sehr, sehr schön, ja. Machen wir weiter. In 5 Jahren werden Videos? In 5 Jahren werden Videos, glaube ich, immer wichtiger sein für Mobile First sozusagen. Also mehr wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass das Landscape total aussterben wird, aber ich glaube, so Formate wie Square-Format, 1080x1080, so den normaler Instagram-Feed oder halt auch vertikale Videos werden deutlich mehr an Bedeutung gewinnen, was halt für uns als Filmemacher die Challenge aufwirft, okay, wie filme ich am besten vertikal für einen Kunden? Dein Vorbild ist? Mein Vorbild ist Parker Wahlbeck. Wie kann man dich erreichen? Deine Webseite, deine E-Mail-Adresse? Meine Website ist www.pauleporter.de. Meine E-Mail-Adresse ist mail@pauleporter.de und auf der Website findet man auch alles Weitere. Da findet man auch sozusagen den Hinweis, dass Paule Porter gar nicht mein richtiger Name ist. Okay, wir lassen es einfach mal so stehen. Man soll sich ja unter Paule Porter finden. Deswegen wird auch dieser Podcast dann auch so heißen. Und Das Video wird dann auch so heißen, dass man dann auch den Link findet. Ich hatte mir richtig viel Spaß gemacht. Danke, ebenfalls. Und es war richtig cool. Und vielleicht ist nicht das letzte Mal. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das gefällt, Daumen hoch. Wenn euch das richtig gefällt, abonnieren. Und dann kommt ihr jede Folge sofort ein Bing aufs Handy. Und dann könnt ihr euch das sofort anschauen. Ich danke dir und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ja, danke, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mir ebenfalls viel, viel Spaß gemacht und dann weiterhin alles Gute und bis bald. Danke.